Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wieso Politik, Mr. G. Heute sprechen wir über das Thema soziale Ungleichheit und Gesellschaftsmodelle. Zuallererst fragen wir uns, welche Bedeutung soziale Ungleichheit für den Aufbau einer Gesellschaft hat und werden unterschiedliche Dimensionen an sozialer Ungleichheit unterscheiden. Danach sprechen wir über Sozialstrukturmodelle oder eben Gesellschaftsmodelle, und zwar über das Klassenmodell von Marx, über Schichtenmodelle von Bolte und Dahrendorf. Dann sprechen wir über das Konzept der sozialen Lage, anschließend über soziale Milieus und zu guter Letzt werden wir uns ein paar Anwendungsbeispiele anschauen und uns fragen, inwiefern Gesellschaftsstrukturmodelle überhaupt noch relevant sind angesichts zunehmender Individualisierung von Gesellschaften. Viel Spaß! Menschen sind unterschiedlich. Ungleich. Und das hat gute Gründe. Sie unterscheiden sich beispielsweise durch Geschlecht, Alter, Herkunft, Beruf und auch Familienstand. Das Entscheidende ist, dass diese Ungleichheit für Menschen unterschiedliche Vor- und Nachteile in einer Gesellschaft verursachen kann. Und die Soziologie interessiert sich jetzt ganz besonders für die sozialen Gründe, also gesellschaftlichen Gründe, sozialen Bedingungen, dieser Vor- und Nachteile. Denn aufgrund dieser Vor- und Nachteile haben Menschen natürlich einen unterschiedlichen Zugang zu gesellschaftlichen Gütern und unterschiedliche Möglichkeiten am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Soziale Ungleichheit bedeutet also hier nichts anderes als eine soziale ungleiche Verteilung von Lebenschancen. Das wäre die soziologische Analyse. Die politische Fragestellung wäre jetzt, ob man diese soziale ungleiche Verteilung als legitim, rechtmäßig, moralisch in Ordnung ansieht oder nicht. Wenn dem nicht so ist, müsste man sich natürlich überlegen, wie man diese Ungleichheiten beseitigen kann. Schauen wir uns Dimensionen gesellschaftlicher Ungleichheit an. Übrigens eine beliebte Frage in den Abiturprüfungen. Hier wird unterschieden zwischen den Basisdimensionen, also Wohlstand, das kann Einkommen und Vermögen sein, Macht, da wird man den gesellschaftlichen Einfluss darunter verstehen, Bildung und Prestige, also das Ansehen, das eine Person in der Gesellschaft hat, zum Beispiel aufgrund eines Berufes. Es gibt jetzt noch Erweiterungen, also weitere Dimensionen. Das wären Unterschiede in den Arbeits-, Wohn-, Freizeit- und Umweltbedingungen, in der sozialen Sicherheit und auch im Gesundheitszustand. Schauen wir uns die Unterscheidung zwischen vertikaler und horizontaler Ungleichheit an. Bei der vertikalen Ungleichheit wird zwischen einem gesellschaftlichen Oben und einem gesellschaftlichen Unten unterschieden. Das heißt, der Aufbau der Gesellschaft wäre hierarchisch. Das kann bei Einkommen sein, bei Macht, Prestige und Bildung. Beispielsweise bei Macht wären die ganz Mächtigen ganz oben und die Leute ohne Macht, also Ohnmächtigen, manchmal ist Deutsch eine wirklich interessante Sprache, wären gesellschaftlich ganz unten. Man spricht ja auch von alten sozialen Ungleichheiten. Später, da werden wir auch noch bei dem Konzept der sozialen Lage drüber sprechen, hat man horizontale, neue soziale Ungleichheiten hinzugefügt, beziehungsweise entdeckt, sich damit beschäftigt, analysiert und so weiter. Und zwar unterschiedliche Lebenssituationen, soziale Lage, trotz einer gleichen Position im vertikalen Gesellschaftsgefüge. Das heißt, Unterschiede im Geschlecht, in der Herkunft, im Familienstand und beispielsweise im Alter. Es kann nämlich sein, dass jemand bei der vertikalen Betrachtung in der Oberschicht ist, aber dass es eben trotzdem Unterschiede gibt, die sich nur durch Geschlecht, Herkunft oder auch Familienstand oder auch Alter erklären lassen. Das heißt, diese horizontalen Ungleichheiten verlaufen quasi quer zu den vertikalen Ungleichheiten. Das soll durch dieses kleine Schaubild hier veranschaulicht werden. Also es gibt vertikale Ungleichheiten und horizontale Ungleichheiten. Diese gilt es im weiteren Verlauf zu unterscheiden und sind auch wichtig bei der Betrachtung der Gesellschaftsmodelle. Sozialstrukturmodelle oder auch soziologische Gesellschaftsmodelle versuchen die Gründe sozialer Ungleichheit zu systematisieren, um soziale Ungleichheit erklärbar oder auch analysierbar zu machen. Soziale Ungleichheit kann, wenn man das möchte, so politisch beeinflusst werden oder auch gesteuert werden. Gesellschaftsmodelle strukturieren also letztlich Ungleichheit. Die Grundidee ist dabei immer dieselbe.
Eine Gesellschaft zerfällt in mehrere Gruppen und die Mitglieder dieser Gruppen haben gemeinsame Merkmale. Und gesellschaftliche Veränderungen ergeben sich aus dem Zusammenspiel der Gruppen oder auch durch Veränderungen innerhalb dieser Gruppe. Folgende Modelle werden unterschieden: Klassenmodelle, Schichtmodelle, das Konzept der sozialen Lage, soziale Milieus. Das Entscheidende ist, dass die Modelle immer unterschiedliche Betrachtungsweisen haben, also unterschiedliche Merkmale haben, wie sie aufgebaut sind. Schauen wir uns das Klassenmodell an. Hier gibt es eine einfache Unterteilung. Entweder man hat Eigentum an Produktionsmitteln, dann ist man Kapitalist, oder man hat kein Eigentum an Produktionsmitteln, dann gehört man zur Arbeiterklasse. Die soziale Mobilität wäre nicht vorhanden. Unter sozialer Mobilität versteht man die Möglichkeit, von einer Gruppe in eine andere zu wechseln. Bei den Schichtmodellen nimmt man eine gewisse geringe soziale Mobilität an. Man schaut sich hier allerdings vor allen Dingen die vertikalen Ungleichheiten an, über die wir schon gesprochen haben. Also Wohlstand oder Macht oder Bildung oder Prestige. Ich sage die ganze Zeit oder, weil es sich hier in der Regel um eine oder weil es sich hier um eindimensionale Betrachtungen handelt. Also es wird immer ein Merkmal untersucht und zwischen oben, gesellschaftlichen oben und gesellschaftlichen unten, gesellschaftlichen unten und der gesellschaftlichen Mitte unterschieden. Bei der sozialen Lage schaut man sich auch vertikale Ungleichheiten an, aber man erweitert sie um diese horizontalen Ungleichheiten, über die wir ja schon gesprochen haben. Das Entscheidende ist hier, dass man eine Mehrdimensionalität in der Betrachtungsweise hat. Die soziale Mobilität wird hier übrigens als mittelmäßig angenommen. Beim sozialen Milieu erweitert man die Schichtzugehörigkeit, wie wir in den Schichtmodellen haben, um Grundorientierung oder Einstellungen zur Erreichung von Lebenszielen, so heißt es da. Die soziale Mobilität ist ja annahmegemäß hoch. Das liegt daran, dass es sich bei den Grundorientierungen und Einstellungen letztlich um Haltungen handelt. Und diese Haltungen können sich natürlich leicht ändern und damit die Zugehörigkeit zu einem sozialen Milieu. Jetzt gehen wir die Modelle mal nacheinander durch und schauen uns zuerst das Klassenmodell an. Das Klassenmodell nach Karl Marx unterscheidet streng zwischen zwei sozialen Gruppen, und zwar der kleineren Gruppe, den Kapitalisten. Marx nannte diese Leute Bourgeoisie, die Eigentümer der Produktionsmittel sind, also von Unternehmen, Handwerksbetrieben, Fabriken und so weiter, und der anderen, sehr viel größeren Gruppe, der Arbeiterklasse. Marx nannte diese Gruppe Proletariat. Die hatten weder Vermögen, kein Eigentum an Produktionsmitteln und mussten deshalb, waren dazu gezwungen, ihre Arbeit zu verkaufen an die Kapitalisten, um überhaupt überleben zu können. Das war die gesellschaftliche Vorstellung nach Karl Marx im 19. Jahrhundert. Im Zentrum bei Karl Marx steht immer der Konflikt, und zwar der Konflikt zwischen Unterdrückern und den Unterdrückten. Marx nannte das Klassenkampf. Und alle gesellschaftlichen Prozesse sind bei Marx letztlich Klassenkämpfe. Das Kommunistische Manifest fängt mit dem Satz an: Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Das heißt, der Klassenkampf ist ganz zentral für die gesellschaftlichen Vorstellungen bei Karl Marx. Denn kommt es zu einem Kampf, einem Klassenkampf, ist das Ergebnis immer eine Revolution. Und die Revolution führt dazu, dass sich die Gesellschaft umgestaltet, also eine neue Gesellschaftsform auftritt. Beispiel wäre hier die Sklavengesellschaft, der Konflikt zwischen Freien und Sklaven. Es gibt eine Revolution und eine neue Gesellschaftsform. Ein anderes Beispiel wäre der Feudalismus. Ein Konflikt zwischen Feudalherren und den Bauern. Wieder ist das Ergebnis eine andere Gesellschaftsform. Marx lebte im Kapitalismus im 19. Jahrhundert und da beobachtete er den Konflikt zwischen Kapital, Kapitalisten und Arbeit, der Arbeiterklasse. Und Marx war der festen Überzeugung, dass das Ergebnis dieses Klassenkampfes in eine sozialistische Revolution münden muss. Also der Klassenkampf führt zu einer sozialistischen Revolution und das Ergebnis wäre eine sozialistische Gesellschaft, also ein Sozialismus mit der sogenannten Diktatur des Proletariats.
Was sich Marx darunter vorstellte, da blieb er ein bisschen vage. Für ihn war aber klar, dass der Sozialismus nur so eine Art Übergangsphase wäre, denn in dieser Zeit würde die klassenlose Gesellschaft aufgebaut, der Kommunismus, eine Gesellschaft ohne Klassen. Und da Marx natürlich der Meinung war, dass der Klassenkampf verantwortlich ist für jede gesellschaftliche Veränderung, ist natürlich eine Gesellschaft ohne Klassen eine Gesellschaft ohne Entwicklung. Das heißt, man hätte letztlich das Ende der Geschichte erreicht. Das war für Marx offensichtlich. Wenn wir uns das hier nochmal anschauen, diese kleine Grafik hier, sieht man hier unten die große Arbeiterklasse und hier oben ist das Kapital, also die Herrschaft des Geldes dargestellt. Für Marx war es auch klar, dass der Staat im Kapitalismus letztlich nur eine dienende Funktion hatte, und zwar dem Kapital diente, um die Arbeiterklasse zu unterdrücken. Aber das würde sich die Arbeiterklasse natürlich nicht gefallen lassen und irgendwann würde es zu dieser sozialistischen Revolution kommen. Darauf hat Marx Zeit seines Lebens gewartet. Denn ein Begriff ist ganz entscheidend. Marx sagte, dass natürlich die Gruppe ein Gruppenbewusstsein haben muss, also eine Vorstellung davon, überhaupt zu einer Gruppe zu gehören. Und Marx sprach hier vom Klassenbewusstsein. Also die Arbeiter mussten erstmal begreifen, dass sie überhaupt eine Arbeiterklasse sind und in der Logik dann eine sozialistische Revolution erfolgen müsse. Das ist so nicht eingetreten. Also die, sagen wir mal, gesellschaftliche Entwicklung von der Prognose her ist so nicht eingetreten, aber zentrale Begriffe, die man sich wirklich merken sollte, ist die Vorstellung des Klassenbewusstseins. Also die Vorstellung, dass Menschen sich klar sein müssen, überhaupt zu einer Gruppe zu gehören. Kommen wir nun zu einem weiteren Modell oder zu weiteren Modellen, den sogenannten Schichtmodellen. Schichtmodelle beschreiben die Gesellschaft als einen hierarchischen Aufbau, der vertikal verläuft, und zwar von einem gesellschaftlichen Oben über eine gesellschaftliche Mitte zu einem gesellschaftlichen Unten oder umgekehrt von einem gesellschaftlichen Unten über eine gesellschaftliche Mitte zu einem gesellschaftlichen Oben. Wir werden ein Modell kennenlernen, das die Gesellschaft als Zwiebel beschreibt. Das ist vielleicht gewöhnungsbedürftig, die Vorstellung, aber wir werden das erläutern. Persönlich finde ich, kann man die gesellschaftlichen Schichten sich gut als Haus vorstellen. Wir lernen auch eben Hausmodelle kennen. Hier hätte man eine Unterschicht. So. Man hätte eine Mittelschicht. Man hätte eine Oberschicht. Und natürlich braucht ein Haus auch ein Dach. Eine Elite ganz oben. Relativ klein, aber unheimlich reich, mächtig, in der Regel gebildet und sehr hohes Prestige. Die bleiben aber in der Regel gerne unter sich. Die wohnen ganz oben in diesem Gesellschaftshaus. Sind wir jetzt schon fertig? Nein, denn ein Haus hat natürlich auch einen Keller. Das wäre ganz unten. Und die Menschen, die in dieser Schicht sich aufhalten, die sieht man häufig nicht. In den Modellen, die übrigens aus den 60er, 70er Jahren kommen, da hat man diese Schicht noch relativ deutlich bezeichnet. Und zwar heißen sie in den Modellen entweder sozial Geächtete oder sozial Verachtete, manchmal sogar der Bodensatz der Gesellschaft. Die Sprache ist hier relativ deutlich beschreibt die Situation eigentlich relativ präzise, denn in diesem Teil der Gesellschaft halten sich Menschen auf, mit denen der andere Teil der Gesellschaft in der Regel nichts zu tun haben will, also sie wirklich meidet. Heute wird diese Schicht anders beschrieben. Man spricht da von einem Prekariat, von Menschen, die sozial herausgefordert wären, sozial benachteiligt, sozial abgehängt. Sprachlich wird es einfach nur anders beschrieben. Faktisch ist die Situation aber die gleiche. Hier sind Menschen, die vermehrt an Massenarbeitslosigkeit oder Dauerarbeitslosigkeit leiden, keinerlei soziale Absicherung haben. Hier gibt es ganz klar Armut, keinerlei Aufstiegschancen und die Menschen sind auch von der normalen gesellschaftlichen Teilhabe weitgehend ausgeschlossen. Also nicht beirren lassen, nur weil man, sagen wir mal, diesen Teil der Gesellschaft anders beschreibt, ändert sich ja
die soziale Realität nicht. Das Zwiebelmodell nach Karl Martin Bolte ist ein Modell aus den 1960er Jahren und beschreibt die westdeutsche Gesellschaft. Warum wird das Modell immer noch so gerne behandelt? Es wird deshalb so gerne behandelt, weil es sich hierbei um ein Status, um ein Prestigemodell handelt, von denen es nicht ganz so viele gibt. Das Zwiebelmodell heißt Zwiebelmodell, weil es eben so ähnlich ausschaut wie eine Zwiebel. Also die Gesellschaft, zumindest was Status, Prestige angeht, ist aufgebaut wie eine Zwiebel. Man hat also eine sehr dünne Elite, also Spitze, eine sehr dünne Wurzel und eine unheimlich ausgeprägte Mitte. Das wäre in etwa die Gesellschaftsstruktur, was das Prestige angeht, nach dem Zwiebelmodell. Bolte unterscheidet hier zwischen der Oberschicht, das wäre eine Elite von etwa 2%. Bolte versteht darunter den sogenannten Hochadel, Großunternehmer, Großbankiers und Spitzenpolitiker, die, zumindest in den 60ern, die höchste Achtung, das höchste Ansehen in der Gesellschaft genießen. Das andere Extrem wären die sozial Verachteten. Da spricht Bolte eine klare Sprache. Das wären in etwa 4%, also arme, obdachlose Menschen, mit denen man am liebsten gar nichts zu tun haben möchte. Nach den Vorstellungen in dieser Gesellschaft. Dann hat man hier den unteren Teil, also die Unterschicht. Das wären die Arbeiter in etwa 17%. Und dann kommt doch eine sehr ausgeprägte Mitte mit hohen Beamten in der oberen Mitte, leitende Angestellte, Professoren, Rechtsanwälte, Ärzte, die wären in etwa hier anzusiedeln. Dann haben wir Beamte, Angestellte, Lehrer, mittlere Gewerbetreibende. Das wären in etwa 14%, die sogenannte mittlere Mitte. Und dann geht das so weiter. Untere Angestellte, kleine Beamte, Handwerksmeister und so weiter, Kleinhändler, Landwirte, einfache Handwerker. Das wäre so der ganze Mittelbereich, also der ganz relevante Teil der Bevölkerung. Und ja, die gesellschaftliche Mitte ist ja auch so ein politischer Begriff. Das ist ja angeblich, zumindest laut Vorstellung, immer der größte Teil der Gesellschaft. Dieser kleine gelbe Punkt ist noch interessant. Das wäre die mittlere Mitte nach den Vorstellungen der Bevölkerung. Und hier, dieser Pfeil, würde die mittlere Mitte nach Verteilung der Bevölkerung tatsächlich abbilden. Also 50% lägen oben, 50% wären unten. Das heißt, die Vorstellung der mittleren Mitte liegt weiter oben, als sie tatsächlich ist. Das wäre das Zwiebelmodell nach Bolte, die Bolte-Zwiebel. Das Hausmodell nach Ralf Dahrendorf ist ein Schichtenmodell. Und die Zuordnung zu den Schichten erfolgt hier über Einkommen und Beruf. Man kann Einkommen und Beruf hier durchaus als gleichbedeutend verstehen, denn je höherwertiger ein Beruf ist, desto mehr Einkommen kann man mit dem Beruf erzielen. Das Entscheidende ist hier, dass die Schichten durchaus auch nebeneinander existieren können und dass das Gesellschaftsmodell an einigen Stellen auch durchlässig ist. Das wird hier durch diese gepunktete Linie immer wieder angedeutet. Das heißt, man kann also von der Arbeiterschicht zur Arbeiterelite aufsteigen. Allerdings gibt es eben auch fixe Grenzen. Das wird durch die durchgezogene Linie hier angedeutet. Entsprechend ist es in dem Modell nicht möglich, von der Arbeiterschicht in den Mittelstand zu wechseln, beispielsweise. Die Aufteilung der Schichten beschreibt hier die Gesellschaft der 60er Jahre. Es ist aber von der Vorstellung her ein sehr einflussreiches Modell und deshalb wird es immer noch behandelt. Schauen wir uns das Modell mal in Ruhe an und dabei die einzelnen Schichten. Die Elite beträgt unter 1%. Das ist wirklich die absolute Führungselite im Land. Sehr, sehr hohes Einkommen, unheimlich hohes Ansehen, sehr viel Macht. Die steuern quasi die Geschicke des Landes, der Gesellschaft. Hier hätte man die Dienstleistungsklasse. Diese Klasse bezeichnet Dahrendorf als die bürokratischen Helfer der Eliten. Das wäre letztlich so die Verwaltung, die dafür sorgt, dass der Laden läuft. Die Klasse hat letztlich eine dienende Funktion der Eliten. Dann hat man den Mittelstand. Das wären Unternehmer, Selbstständige, erfolgreiche Handwerksbetriebe. Man hätte
die Arbeiterelite, 5% der Gesellschaft, heute würde man sagen Facharbeiter. Man hat hier eine große Arbeiterschicht von 45%. Daran sieht man auch, dass es sich hier um die Gesellschaft der 60er Jahre handelt. Heute wäre dieser Anteil deutlich kleiner. Und man hat den falschen Mittelstand von 12%. Das sind nach Dahrendorf sehr einfache Dienstleistungsberufe, die man eigentlich zur Arbeiterschicht zählen müsste, die aber ja, sich irgendwie zum Mittelstand zählen. Deshalb falscher Mittelstand. Man hat auch die Unterschicht von 5% hier. Wird auch mit wenig schönen Worten als Bodensatz der Gesellschaft bezeichnet. Diese Unterschicht setzt sich aus Dauerarbeitslosen, Menschen mit sehr geringer Bildung und ja, durchaus auch Kriminellen zusammen. Das wäre also die Unterschicht. Menschen, mit denen man ja in der Regel so gar nicht in Berührung kommen will oder in Berührung kommt, laut diesem Modell hier. Wenn man sich jetzt das Hausmodell hier auf der anderen Seite anschaut, dann hat man hier eine Modernisierung des Dahrendorfs-Modells vorliegen. Das erkennt man erstmal daran, dass es sehr viel mehr Schichten gibt, sehr viel mehr Klassen hier und dass diese ja, Klassen ja, einfach feinere Untergliederungen haben. Das heißt, wir haben hier gelernte Dienstleister, wir haben mittlere Dienstleistungsklasse, wir haben Facharbeiter, wir haben ungelernte Arbeiter, wir haben un- und angelernte Dienstleister und so weiter und so fort. Also man hat eine sehr viel komplexere Untergliederung der Gesellschaft durch diese ja, unterschiedlichen Klassen, unterschiedlichen Schichten. Und eine andere Stärke des Modells ist eben, dass auch die Zahl der Ausländer oder die Anteile der Ausländer entsprechend hier am Rand markiert sind, um einfach mal zu schauen, wie erfolgreich sich Ausländer in den verschiedenen Bereichen der Gesellschaft eben eingegliedert haben, sozusagen. Es ist also letztlich eine ja, Modernisierung des Dahrendorf-Hauses. Von dem Grundgedanken ist es durchaus ähnlich zu verstehen. Als nächstes schauen wir uns jetzt das Konzept der sozialen Lage an. Das Konzept der sozialen Lage oder das Modell der sozialen Lage versucht nun eine mehrdimensionale Betrachtung gesellschaftlicher Ungleichheit. Während wir bei den Schichtmodellen eine ja, eher eindimensionale Betrachtung hatten, also uns die alten sozialen Ungleichheiten angeschaut haben, also Wohlstand oder Einkommen, Vermögen, Macht, Prestige, Bildung, also immer schön von oben nach unten oder unten nach oben geordnet, versucht man jetzt bei der Idee der sozialen Lage, neue Ungleichheiten sich anzuschauen, indem man sich fragt, ob es eben auch Gründe für Ungleichheiten innerhalb dieser Schichten gibt. Zum Beispiel könnte man sich die Frage stellen, welche sozialen Ungleichheiten sich durch das Geschlecht erklären lassen, also durch die Tatsache, dass es sich entweder um Frauen oder um Männer handelt. Man könnte sich auch die Frage stellen, welche sozialen Ungleichheiten sich durch die Herkunft erklären lassen, also durch die Tatsache, dass es sich entweder um Inländer oder um Ausländer, also Menschen mit Migrationshintergrund handelt. Man könnte sich auch die Frage stellen, welche sozialen Ungleichheiten sich durch den Familienstand erklären lassen, beispielsweise ob Menschen Kinder haben oder eben keine Kinder haben. Man könnte sich natürlich auch die Frage stellen, welche sozialen Ungleichheiten sich durch das Alter erklären lassen, also ob es sich um alte Menschen handelt oder um junge Menschen. Die Modelle sozialer Lagen berücksichtigen nicht nur vertikale Ungleichheiten, sondern auch horizontale Ungleichheiten, also Formen sozialer Ungleichheit, bei denen man sagt, dass sie quer zum gesellschaftlichen Aufbau verlaufen. Durch diese Mehrfachbetrachtung möchte man natürlich eine mehrdimensionale Betrachtung sozialer Ungleichheit erreichen. Wenn man sich die Tabelle hier anschaut, sieht man, dass sie sehr komplex ist, also sehr fein untergliedert. Und durch diese feine Untergliederung möchte man natürlich ein möglichst komplexes Bild der sozialen Ungleichheit in Deutschland erreichen. So, hier wird unterschieden zwischen Ost und West, also Herkunft, Geschlecht, Mann und Frau und Alter. Menschen ab 61 werden hier gesondert aufgeführt. Hier in der ersten Tabelle ist die, ja, Berufswelt in Deutschland dargestellt, und zwar unterschiedliche berufliche Bereiche in Prozent.
In einer zweiten Tabelle werden wir uns Indikatoren zu objektiven Lebensbedingungen anschauen. Und in einer dritten Tabelle werden wir uns Indikatoren zur subjektiven Wohlfahrtsempfindung anschauen, also in etwa Aussagen zur Lebenszufriedenheit. In der Tabelle hier haben wir übrigens einen Vergleich zwischen 1990, 91 und 2018, um auch ja, soziale Veränderungen im Laufe der Zeit beurteilen zu können. So, dann wollen wir mal schauen. Und zwar habe ich mir hier zwei Beispiele rausgeschaut, die ich persönlich sehr markant finde. Und zwar gucken wir mal hier, 1990 im Westen, in Westdeutschland, bei Hausfrauen und Hausmännern hat man auch ein sehr ungleiches Verhältnis. 0% Hausmänner, 25% Hausfrauen. Also 1990 in Westdeutschland war die Erwerbstätigkeit von Frauen offenbar noch nicht so selbstverständlich, wie wir das heute kennen. Wenn man sich jetzt den Osten anschaut, 1991, hat man ein sehr anderes Bild. 0% Hausmänner, aber auch nur 3% Hausfrauen. Hier sieht man schon, 1991 war die Erwerbstätigkeit von Frauen in Ostdeutschland vollkommen selbstverständlich. Woran liegt das? Klar, an der Geschichte der DDR. In der DDR war die Erwerbstätigkeit beider Geschlechter immer vollkommen selbstverständlich. Und wenn wir uns jetzt die Welt im Jahr 2018 anschauen, sieht man hier, dass sich der Westen offenbar dem Osten angepasst hat. Weiterhin 0% Hausmänner, aber nur noch 6% Hausfrauen. Also die Erwerbstätigkeit von Frauen ist im Westen offensichtlich völlig selbstverständlich geworden. Im Osten hat sich der Trend von 1991 oder die Situation von 1991 bestätigt, sogar noch verschärft. 0% Hausmänner und 1% Hausfrauen. Wenn man sich jetzt eine andere Gruppe hier anschaut, die hochqualifizierten Angestellten, gehobene Beamtenschaft, sieht man in Westdeutschland 1990 ein grobes Ungleichgewicht. 16% Männer, aber nur 7% Frauen. Im Osten ein fast angeglichenes Verhältnis. 13% Männer, 14% Frauen. 2018, auch hier scheint sich der Westen dem Osten angepasst zu haben. Die Frauen haben deutlich aufgeholt. 18% Männer. In diesem Bereich 14% Frauen in diesem Bereich. Im Osten weiterhin ein fast ausgeglichenes Verhältnis, 10% Männer, 11% Frauen. Also in dieser ersten Tabelle hat man die Berufswelt in Deutschland sich angeschaut oder dargestellt und kann dadurch so in etwa erkennen, wie sich soziale Ungleichheit in den verschiedenen Berufsgruppen niederschlägt. Schauen wir uns eine weitere Tabelle an. In der zweiten Tabelle sehen wir Indikatoren der objektiven Lebensbedingungen in Ost- und Westdeutschland 2018. Und wenn man sich das hier anschaut, sieht man erstmal natürlich, dass im Westen deutlich mehr Menschen sich im oberen Einkommensbereich befinden als im Osten. Da hat man also regional doch noch sehr starke Unterschiede. Wenn man sich mal anschaut, wie es im Wohneigentum ausschaut, dann sieht man bei den leitenden Angestellten höheren Beamtenschaft allerdings, dass im Osten 69% in diesem Bereich Wohneinkommen haben und im Westen nur 57%. Allerdings, wenn man sich wieder die Situation bei den Rentnern anschaut, sieht man, dass der Westen auch hier deutlich dem Osten überlegen ist. Hier haben deutlich mehr Rentner Wohneigentum als im Osten. Wenn man sich anschaut, wie die Menschen ihre eigene wirtschaftliche Lage begutachten oder bewerten, also als sehr gut oder gut empfinden, sieht man auch hier, die beste Bewertung haben die leitenden Angestellten, höheren Beamten im Westen. 88% empfinden das als gut. Und oder sehr gut und 81% im Osten nur als sehr gut oder gut. Also hier sieht man leichte Ungleichheit. Und es fällt natürlich auch bei den Arbeitslosen zwischen West und Ost. Hier doppelt so hoher Prozentanteil im Westen als im Osten. Und hier sieht man natürlich auch, dass die wirtschaftliche Lage im Westen in der Regel besser bewertet wird als im Osten. Also hier sieht man doch auch, nach langen Jahren der deutschen Einheit hat man immer noch ein ungleiches Verhältnis der objektiven Lebensbedingungen zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland.
In der dritten Tabelle finden wir Indikatoren zur subjektiven Wohlfahrt in Ost- und Westdeutschland, also Aussagen zur Lebenszufriedenheit. Hier hätten wir beispielsweise die Frage, ob Menschen ihren Anteil am Lebensstandard als gerecht empfinden. Der Spitzenwert findet sich hier im Westen. Leitende Angestellte und höhere Beamte sind offenbar der Meinung, zu 84%, dass ihr Anteil am Lebensstandard gerecht sei. Der niedrigste Wert wären hier 16%. Und zwar sind das hier die Arbeitslosen. Und zwar vor allen Dingen im Osten. Hier wären nur 16% der Menschen der Meinung, dass ihr Anteil am Lebensstandard gerecht sei. Also 84% sind offenbar der Meinung, dass dem nicht so ist. Wenn man sich jetzt mal anschaut, wie die allgemeine Lebenszufriedenheit beispielsweise in Ost- und Westdeutschland aussieht, wird man auch hier feststellen, dass mit 8,4 auf einer Skala von 0 bis 10 die leitenden Angestellten und höheren Beamten ihre Lebenszufriedenheit als am höchsten einstufen. Interessanterweise ist das bei den Rentnern ebenfalls so, allerdings bei den ehemals selbstständigen Rentnern. Wenn man sich die Rentner anschaut, sieht man überhaupt, dass die relativ gut drauf sind, also alles Einstufung ungefähr im Achterbereich. Allerdings, wenn Menschen in den Vorruhestand gehen, fällt der Wert drastisch ab auf 5,9. Das ist auch irgendwo logisch, weil häufig natürlich bei einer Vorruhestandsregelung Erkrankungen der ausschlaggebende Grund dafür sind, dass Menschen sehr viel früher in den Ruhestand gehen müssen. Ein sehr niedriger Wert, was die allgemeine Lebenszufriedenheit angeht, wäre auch 5,1. Das wären auch hier die Arbeitslosen im Osten, die verglichen mit allen anderen einen sehr geringen Lebenszufriedenheitswert haben. Und hier ist noch eine andere Frage gestellt worden, und zwar, ob man sich ja bei der Zukunft, die man sich vorstellt, noch Kinder wünscht. Und da ist die Aussage in Prozent gefasst, und dieser Aussage stimmen ja unterschiedlich viele Leute zu. Leitende Angestellte, höhere Beamte 12,3%, also 12,3% der Menschen sind offenbar der Meinung, dass man keine Kinder mehr haben sollte aufgrund der Zukunft, also ein geringer Wert, also offensichtlich schauen die Leute sehr positiv in die Zukunft. Ein hoher Wert, ein sehr pessimistischer Wert, also wären hier die 70%, und das wären auch hier die Arbeitslosen im Osten, die natürlich sagen, also bei der Zukunft wäre es besser, keine Kinder zu haben, 70% würden das bejahen, also ein sehr düsterer Blick, was die Zukunftschancen angeht. Auch hier sehen wir, nicht nur bei den objektiven Indikatoren, sondern auch bei den subjektiven Indikatoren, also bei den subjektiven Empfindungen, hat man ein starkes Ungleichgewicht. Soziale Milieus oder die Sinusmilieus des Sinus-Institutes sind mittlerweile sehr einflussreich geworden, was Überlegungen angeht, wie eine Gesellschaft aufgebaut oder strukturiert ist. Grob gesagt versteht man unter einem Milieu eine Gruppe Gleichgesinnter, also Menschen mit ähnlichen Überzeugungen, Werten oder Vorstellungen, was das richtige Leben angeht. Wenn wir uns das Modell jetzt hier anschauen, entdeckt man, dass man hier noch klassische Überlegungen der Schichttheorie hat. Also man unterscheidet zwischen oben, Mitte und unten, also Oberschicht, Mittelschicht, Unterschicht. Man hat das Ganze aber erweitert, und zwar mit Grundorientierung, und zwar Grundorientierung, was die Erreichung von Lebenszielen angeht, so heißt es hier. Man unterscheidet also zwischen Tradition, Individualität oder Modernisierung, Individualisierung und Neuorientierung oder schlicht Erneuerung. Also ja, der Eigenschaft Erneuerung jetzt als etwas Positives und Erstrebenswertes zu empfinden. Und man unterteilt dieses Koordinatensystem dann in 9 Felder. Und in diesen 9 Feldern glaubt man an verschiedenen Stellen, also Milieus, erkennen zu können. Entscheidend ist hier, dass sich diese Milieus überlappen. Das heißt, es ist also möglich, weil es sich ja auch letztlich um Überzeugungen handelt, hier unten, von einem Milieu ins andere zu wechseln. Und da sie sich überlappen, vielleicht sogar in mehrere Milieus gleichzeitig sich wohlzufühlen oder zugehörig zu fühlen. Und
Bevor wir jetzt über einzelne Milieus sprechen, ist es vielleicht wichtig zu betonen, warum man diese veränderte Betrachtungsweise hat. Diese veränderte Betrachtungsweise kommt daher, dass man irgendwann gesagt hat, dass in einer Gesellschaft, in der ein gewisses Wohlstandsniveau erreicht ist, also Werte, Vorstellungen, Haltungen sehr viel bedeutsamer sind als in Gesellschaften, in der es ja letztlich nur um materielle Dinge geht. Also immaterielle Werte sind offensichtlich sehr viel wichtiger geworden. Und man sagt, dass man also insgesamt einen sehr starken gesellschaftlichen Wandel wahrnimmt. Und zwar strukturelle Veränderungen. Also man hat demografische Verschiebungen, die Sozialstruktur ist anders, die Arbeitswelt verändert sich, oben und unten driften völlig auseinander. Also die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. Mitte und Ränder verschieben sich. Also wo ist überhaupt die bürgerliche Mitte? Gibt es die in dem Sinn überhaupt noch oder ist alles irgendwann nur noch extrem oder Rand? Es gibt eine Wissensgesellschaft, Multimedia-Revolution und so weiter und so fort. Also man muss einfach sagen, die Gesellschaft ist in ihrer Struktur wesentlich komplexer geworden. Dann sagt man, man hat auch einen gesellschaftlichen Wandel, was Werte angeht. Einerseits haben wir eine starke Leistungs- und Effizienzgesellschaft. Man legt Wert auf Nutzen, gleichzeitig Multi-Optionalität, also man möchte sich möglichst viele Entscheidungen offen halten, Multitasking, viele Dinge gleichzeitig tun. Auf der anderen Seite möchte man aber gleichzeitig, ja, hier heißt es Anker, Halt und Geborgenheit empfinden, also Nachhaltigkeit, Entschleunigung. Und man möchte ja in irgendeiner Form traditionelle Werte auch irgendwie neu interpretieren und ja auf eine gewisse Art auch idealistisch leben. Das heißt, wertemäßig würde ich jetzt erstmal sagen, ist unsere Gesellschaft deutlich ja chaotischer geworden, um es mal so zu sagen. Die Folgen des Ganzen, sozial und kulturell, könnte man sagen, sind, dass sich die Gesellschaft vielleicht entsolidarisiert, also dass diese Milieus gar nichts mehr miteinander zu tun haben, sich vielleicht auch gar nicht mehr als Gesellschaft empfinden, dass es eine Prekarisierung gibt, also die Unterschicht sich abkapselt, gar nicht mehr erreicht werden kann, dass die gesellschaftliche Mitte irgendwie verschwindet, also das, was man eigentlich in der Politik immer beschwört, also die Mitte, wer auch immer das ist. Und ja, es stellt sich vielleicht sogar die Frage, ob es die Gesellschaft als Vorstellung bei den Menschen überhaupt noch gibt, ob das überhaupt noch eine Rolle spielt. Also das ist so ein Wandel, den man versucht, hier mit diesen Milieus zu beschreiben. So, schauen wir uns einzelne Milieus einfach mal an. Dann schauen wir uns mal einige Milieus aus der Nähe an. Ich habe dazu ein Kartoffelnetz mitgebracht, da man bei diesem Milieu Modell auch von einem Kartoffelmilieu spricht, da angeblich die Gestalt der einzelnen Milieus Kartoffeln ähnelt. Tja, schauen wir mal, was wir in diesem Kartoffelnetz so alles an Milieus finden. In der Logik der Schichtmodelle unterscheidet man auch hier zwischen sozial gehobenen Milieus, dann Milieus der Mitte und Milieus der Unterschicht. Zu den sozial gehobenen Milieus gehört das konservativ etablierte Milieu mit 10%, das liberal intellektuelle Milieu mit 7%, das Milieu der Performer mit 8% und das expeditive Milieu mit 9%. Zu den Milieus der Mitte gehören natürlich die bürgerliche Mitte mit 13%, das adaptiv-pragmatische Milieu mit 11% und das sozial-ökologische Milieu mit 7%. Zu den Milieus der Unterschicht gehören das traditionelle Milieu mit 11%, das prekäre Milieu mit 9% und das Milieu der Hedonisten mit 15%. Wir schauen jetzt einfach mal in jeder Schicht, ob wir da ein besonders interessantes Milieu finden. Wir greifen einfach mal aus jeder Schicht ein Milieu heraus. Schauen wir mal, fangen wir mal mit den sozial gehobenen Milieus an. Da haben wir das konservativ etablierte Milieu. In den Schichtmodellen würde man von Elite sprechen. Und das konservativ etablierte Milieu wird wie folgt charakterisiert. Es handelt sich hierbei um klassisches Establishment mit starker Verantwortungs- und Erfolgsethik, Exklusivitäts- und Führungsanspruch mit Hang zu Rückzug und Abgrenzung. Also, es handelt sich hierbei um ein Milieu mit sehr viel ja, Macht, Vermögen, Einkommen, Einfluss, das aber gerne unter sich bleiben möchte.
Mit anderen Worten, dieses Milieu möchte zwar die Gesellschaft beherrschen, mit ihr aber eigentlich so nichts zu tun haben. Schauen wir mal, was wir in der Mitte so finden. In der Mitte haben wir die bürgerliche Mitte. Und da wird man sehen, dieses Milieu mit 13% ist überraschend klein. Die Überraschung ist deshalb da, da man in der Politik immer davon ausgeht, dass die politische Mitte oder die bürgerliche Mitte besonders groß sei. Also irgendwie wollen alle Parteien die Mitte erreichen, da sie glauben, dass sie dort besonders viele Wähler erreichen könnten. Zumindest in diesem Modell ist das nicht so. Also die bürgerliche Mitte ist jetzt nicht besonders ausgeprägt. Wie ist die denn charakterisiert? Hier handelt es sich um den leistungs- und anpassungsbereiten Mainstream. Und dieses Milieu bejaht generell die gesellschaftliche Ordnung. Und die Menschen, die sich in diesem Milieu aufhalten, streben nach beruflicher und sozialer Etablierung und nach gesicherten und harmonischen Verhältnissen. Also die Leute hier sind mit der Gesellschaft in der Regel zufrieden und wollen, so würde ich das verstehen, erstmal weitgehend in Ruhe gelassen werden. Also, wenn man beruflich und sozial etabliert ist und man harmonische und gesicherte Verhältnisse hat, ist alles gut und dann möchte man eben auch weitgehend das genießen und in Ruhe gelassen werden. Schauen wir mal, was wir in der Unterschicht so finden. Da haben wir eine besonders dicke Kartoffel. Das ist ein besonders ausgeprägtes Exemplar. Das ist nämlich das hedonistische Milieu. Und wenn man sich das mal anschaut, mit 15% ein überraschend großes Milieu. Das wird wie folgt charakterisiert. Die spaß- und erlebnisorientierte moderne Unterschicht. Diese Menschen hier leben im Hier und Jetzt und verweigern Konventionen und Verhaltenserwartungen der Leistungsgesellschaft. Hedonismus kommt ja von Lust, Vergnügen, Spaß. Und man kann also sagen, dass Menschen, die sich in diesem Milieu aufhalten, eigentlich nur daran interessiert sind, sich möglichst gut zu amüsieren. Also was die Gesellschaft ist oder was jetzt die Gesellschaft zusammenhält, ist für Menschen hier eigentlich vollkommen irrelevant. Das Entscheidende ist nur, Gesellschaft muss Spaß machen. Und das Interessante ist, dass dieses Milieu eben in diesem Milieumodell das größte Milieu ist. Und damit vielleicht auch das, oder zumindest ein sehr bedeutendes Milieu. Jetzt stellen wir uns die Frage, gibt es das Ganze eigentlich auch in Jung? Klar gibt es das Ganze auch in Jung. Und zwar die Sinus-Jugendstudie. Hier wird ähnlich gearbeitet. Und zwar hat man auch hier Milieus, allerdings nur 8. Und hier ist es auch entscheidend, dass man nicht nach Ober-, Mitte- und Unterschicht unterscheidet, sondern hoher Bildung, mittlerer Bildung und niedriger Bildung. Und man hat hier ähnlich wie in einem anderen Modell, auch sagen wir mal so Wertvorstellungen, Absicherung, Bestätigung, Benefits, heißt es hier Charisma, also so eine Art Veränderungsbereitschaft, die man hier eben findet. Und man hat eben diese 8 Milieus, postmaterielle, expeditive, adaptiv, pragmatische, Experimentalisten, Konsummaterialisten, traditionell bürgerliche, prekäre, also etwas andere Begrifflichkeiten. Das Entscheidende ist allerdings, dass man sagen kann, je höher Jugendliche gebildet sind, desto mehr Veränderungsbereitschaft scheinen sie auch zu haben. Hier kann man zumindest einen leichten Zusammenhang herleiten. Das nur der Vollständigkeit halber. Also, die Sinus-Jugendstudie, sehr lesenswert. Wie ticken Jugendliche? Wer fragt sich das nicht? Welchen Nutzen haben denn jetzt diese Gesellschaftsmodelle und Überlegungen? Welche Anwendungsbeispiele gibt es? Und hier würde ich gerne 2 Anwendungen thematisieren. Und zwar einerseits in der Politik die Idee der Stammwählerschaft und dann im Marketing die Idee der Zielgruppe. Sprechen wir erstmal über die Politik. Für politische Parteien ist es natürlich ganz besonders wichtig, dass sie gewählt werden. Klar. Und deshalb müssen Sie sich natürlich fragen, wen oder welche Gruppe möchte man vor allen Dingen ansprechen, damit diese Gruppe diese Partei eben wählt.
Schauen wir mal. Konservativ etabliert, da würde man sagen, dass das natürlich eher konservative Parteien sind, also CDU, CSU oder vielleicht auch die FDP mit Sicherheit. Und für diese Parteien ist es natürlich relevant, sich die Frage zu stellen, was dieses Milieu so bewegt, welche Erwartungen und Vorstellungen die haben. Dann hätte man ja die bürgerliche Mitte, da haben wir ja schon eben drüber gesprochen, da wollen irgendwie alle Parteien hin, weil die Parteien immer noch der Meinung sind, dass diese bürgerliche Mitte besonders groß sei. Interessanterweise, zumindest in diesem Modell, ist die bürgerliche Mitte in den letzten Jahrzehnten deutlich geschrumpft. Aber als Orientierungsgröße, um möglichst große Wählerschichten zu erreichen oder Wählergruppen zu erreichen, ist die bürgerliche Mitte ganz klar für politische Parteien immer noch sehr relevant, so als Fixpunkt, als Orientierungsgröße. Dann haben wir hier das sozial-ökologische Milieu. Klar, das wäre eher klassisches Wählerpotenzial von grünen ökologischen Parteien. Dann hätten wir hier ja Prekariat oder traditionelles Milieu, also eher Milieus der Unterschicht von Menschen, die nicht so viel Geld haben, eher benachteiligt sind. Das sollten dann eher Zielgruppen von linken Parteien sein, also Linkspartei, SPD. Die versuchen natürlich hier soziale Verbesserungen zu erzielen und diese, um diese Leute halt zu erreichen. Hedonismus, schwierig. Auch Unterschicht, aber die sind wirklich sehr flexibel und an gesellschaftspolitischen Fragen gar nicht so interessiert. Wie gesagt, die wollen Hauptsache Spaß. Natürlich will man die auch erreichen, aber das ist gar nicht so einfach. Sprechen wir mal über die Idee der Zielgruppe für Wirtschaftsunternehmen ganz zentral. Wenn man beispielsweise als Elektronikkonzern eine Produktidee hat oder ein ganz neues, tolles, technisches Produkt auf den Markt bringt und hofft, dass sich das durchsetzt, dann muss man natürlich erstmal die Performer erreichen oder die Expeditiven, die sowieso immer alles neu haben wollen. Denn die sind ganz entscheidend, die haben eine hohe Veränderungsbereitschaft, sind sehr neugierig und wollen natürlich die neuesten Sachen erstmal ausprobieren. Und wenn man die erreicht und sich das Produkt in diesen Milieus durchsetzt, dann hat man gute Möglichkeiten, dass die Idee insgesamt sich in der Gesellschaft als Trend oder als Mode verbreiten kann. Von daher, das Denken in Gruppen, was die Gesellschaft angeht, sei es jetzt Stammwählerschaft oder Zielgruppen, ist immer noch hochgradig relevant. Zum Abschluss stellen wir uns die Frage, inwiefern Gesellschaftsstrukturmodelle und das Denken in gesellschaftlichen Gruppen angesichts einer immer stärker individualisierten Gesellschaft überhaupt noch von Bedeutung ist. Unser Ausgangspunkt wäre hier die Individualisierungsthese nach Ulrich Beck von 1986. Die Individualisierungsthese besagt nämlich, dass steigender Wohlstand, mehr Freizeit, höhere Konkurrenz in Schule, Universität und Beruf, mehr Mobilität und ein höheres Bildungsniveau insgesamt für eine immer stärkere Individualisierung seit den 1960er Jahren gesorgt habe. Das heißt, Lebensentwürfe und Vorstellungen vom richtigen Leben würden von den Individuen also selbstbestimmt und nicht mehr von Familie, Gemeinde, Religion oder irgendeiner sozialen Klasse vorgegeben. Das kann man als Vorteil sehen, denn man hat natürlich mehr Freiheit, da weniger Normen und Regeln vorgegeben sind. In diesem Fall spricht man in der Soziologie von Anomie. Man kann aber auch sagen, dass es sich hierbei um einen Nachteil handelt, denn die Individuen können natürlich auch unter Orientierungslosigkeit leiden, und zwar aus genau demselben Grund, da weniger Normen und Regeln vorgegeben sind, also Anomie. Es ist, wie so häufig der Fall, es liegt im Auge des Betrachters, wie man jetzt diesen gesellschaftlichen Trend sehen will. Die These geht übrigens noch weiter. Beck sagte, dass es auch einen Fahrstuhleffekt gegeben habe. Durch steigenden Wohlstand hätten nämlich die sozialen Gruppen an Bedeutung verloren. Die unteren Schichten wären strukturell nach oben gefahren in der Gesellschaft und hätten sich deshalb aufgelöst. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche Bedeutung haben Gruppen denn in einer individualisierten Gesellschaft dann überhaupt noch?
Eine britische Premierministerin, Margaret Thatcher, ging sogar so weit in den 80ern zu behaupten, dass es so etwas wie eine Gesellschaft gar nicht gebe. There is no such thing as society. Margaret Thatcher. Sie sagte, Gesellschaft kenne ich nicht, gibt es nicht. Eigentlich gibt es nur ganz viele Individuen, die zusammenleben. Da war das Thema für die durch. Nun, wenn man jetzt der Meinung ist, dass die Gesellschaft immer vielfältiger wird, immer flexibler, immer schnelllebiger, könnte man aber auch eine andere Auffassung vertreten. Denn gerade weil Gesellschaften flexibler, wandelbarer, schnelllebiger sind, sind Überlegungen zum Gesellschaftsaufbau und zur Stabilisierung von Gesellschaft immer noch von sehr großer Bedeutung.